Friedrich von Hohenzollern, 16 Jahre jung, aus dem Hause Hohenzollern. Niemals grausam, immer triumphal. Das ist doch ein Motto. Wir spielen auf dem Ironman-Modus, das heißt, wir können nicht neu laden. Und halt mit härteren Bandagen. Das ist das Ziel heute. Wir spielen die Zollern, wir erstellen auch keinen eigenen Charakter, sondern wir starten mit dem Graf Friedrich von Zollern, dem 16-Jährigen hier, der hier schon dasteht. Damit haben wir auch keine Möglichkeiten, jetzt irgendwie am Anfang uns krasse Eigenschaften zu geben und uns das Leben einfacher zu machen zu Beginn. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen schon so, dass es wehtut. Es soll wehtun. Ziel ist es, irgendwann König zu werden. Ob von Preußen, Pommern, was auch immer. Wir wollen irgendwann König und vielleicht auch Kaiser werden. Natürlich schieben wir so ein bisschen Richtung Brandenburg. Ne? Da müssen wir einfach mal gucken und schauen, wie wir uns da hocharbeiten. Oder ob wir einfach im Schwabenland bleiben und dann einen Hohenzollern aus Schwaben machen. Wir müssen eh gucken, wie wir das hinkriegen. Ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Ich muss nur überlegen, wie ich jetzt das mit der Anmoderation mache und wie ich das mit meiner Aufnahmezeit hinkriege. Also ich bin... Es ist überhaupt nicht gewohnt, dass ich irgendwelche Aufnahmen mache. Und ich vermute auch, dass wir... Ich probiere das mal so zu machen, dass ich halt wirklich mal 30 Minuten Aufnahmen mache. Aber... keine Ahnung, ob ich das hinkriege. So. Wenn ich mal ehrlich bin. Es kann sein, dass ich einfach irgendwann nach einer Stunde merke, oh, jetzt habe ich eigentlich 2 Folgen aufgenommen, habe aber keine Abmoderation drin, dann ist das so. So, wir sind ein geselliger, rachsüchtiger und treuherziger, leichtsinniger, zäher Soldat, Friedrich von Zollern. Wir werden uns als allererstes eine Frau suchen. Und zwar, Bündnismacht ist quasi irrelevant. Wir suchen nämlich generell nach einem Bündnis und in unserer schwäbischen Kultur. Da, Hohenstaufen, Adelheid. Religiöser Eifer, schüchtern und arrogant. Das ist eigentlich unsere Partie unserer Wahl. Oder die Partie unserer Wahl. Ansonsten haben wir hier nur eine Baronie und so weiter. Aber sie bringt auch Ansprüche mit. Das heißt, das ist interessant für uns. So. Das nehmen wir mit. Dann. Also gerade eben das Spiel einmal abgeschmiert, weil wir auf Hofsprache geklickt haben. Machen wir diesmal nicht. Lassen wir sein. Wir haben einige Mods, mit denen wir spielen. Modliste wird jetzt angezeigt. Auf YouTube, im Stream natürlich nicht. Und Spielparameter zeigen wir jetzt auch noch mal kurz einmal an, dass ihr wisst, mit welchen Spielparametern wir spielen. Wir versuchen mit etwas härteren Bandagen zu spielen. Das bedeutet, dass wir RP spielen. Alle Entscheidungen, die wir fällen, versuchen wir so gut es geht, so zu fällen, wie unser Charakter es gemacht hätte. Also anhand seiner Eigenschaften, Erfahrungen, alles drum und dran, ne? Adelheid klingt schon nach Qualität. Ja, auf jeden Fall. Rachsüchtige Frau passt gut. Ey, die war gar nicht rachsüchtig. Schüchtern ist sie, glaube ich. Ne? Schüchtern und religiöser Eiferer. Passt in die Zeit auf jeden Fall. Genau. Das heißt, wir haben einige... Warte mal, eine Petition können wir starten. Petition an den Lehnsherrn. Was haben wir denn hier? Ratsposten gewähren? Tja. Also was wir halt machen können, ist unserem Lehnsherrn eine neue Bande aufdrücken. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, inwieweit wir das machen können. Wir würden unsere Steuern erhöhen und im Gegenzug würde ich einen Ratsposten verlangen. Hohe Steuerpflicht gegen einen Ratsposten. So. Machen wir das? Würde unser Charakter das machen? Er ist halt Diplomatie durchschnittlich, Kriegsführung durchschnittlich, Verwaltung schlecht, schlecht im Ränkespiel und Bildung schlecht. Ne? Das heißt, viel Ahnung von Frömmigkeit und so weiter hat er nicht. Geh nochmal huldigen. Wir werden auch gleich huldigen gehen, weil wir treuherzig sind. Das auf jeden Fall. Rachsüchtig, gesellig. Wir wollen eigentlich ein angesehenes Mitglied am Hofe sein. Und das ist uns doch ein bisschen erhöhte Steuern wert. So, es geht ja nicht darum, ob er jetzt, er ist auch gesellig, das heißt, er möchte ganz gerne ja am Hofe eine Rolle spielen. Deswegen huldigt er unter anderem, deswegen würde ich sagen, möchte er auch einen Job am Hofe haben. So, deswegen verändern wir unsere Vasallenbande. Wir gehen an unserem Rat mal ran
und suchen unseren Leuten Ehepartner. Aus der schwäbischen Kultur. Schwaben bleiben Schwaben. Und gucken, was wir... Ne, wir fangen mal mit ihr an. Gucken, ob wir einen anderen schwäbischen... Gute Gesundheit. Ja. Sadistisch, maßvoll und feige. Ihn könnten wir einsetzen. Zu ihm haben wir auch, glaube ich, ein etwas besseres Verhältnis als zu Adam. Ihn laden wir ein. So. Du brauchst eine holde Dame. Und am besten eine mit einem Intrigenwert. 12 Intrigenwert. Und 13 Verwaltung. Ja, warte mal. Adam, du erstmal. Du bist lüsternd, eigenwillig und zornig. Ein brillanter Stratege und aggressiver Angreifer. Es macht keinen Sinn, dich aus dem Rad zu werfen, nur weil ich dich ein bisschen weniger mag. Du bist halt unser fähigster Kämpfer hier. Fähiger als ich selber. Deswegen suchen wir dir auch eine Frau, die fähig ist. Bescheiden, faul und sprunghaft. Ein Höfling. Du bist auch niederer Geburt. Das sollte kein Problem sein. Dann bekommst du nämlich sie als Frau. Du bist ein Bürgermeister von Reutlingen. Du wirst dann wahrscheinlich aus dem Rat entfernt, Ivo. Bekommst aber die Trude hier. So, wie viele Höflinge haben wir denn sonst noch? Wir haben ja bestimmt noch mehr Höflinge. Einen Gast haben wir hier. Einen Hof rekrutieren für 20 Gold. Brauche ich ihn denn? 13er Verwalter, 12 im Kämpfen. Wäre halt ein guter Ritter, ne? Und ist 28 Jahre jung. Den wollen wir haben. Das heißt, wir gehen mal hier an unsere Höflinge ran. Mein Sofragenbischof, da würde ich ganz gerne unsere Beziehung verbessern zu. Weil das... Wobei... Hat der überhaupt ein Einkommen? Der hat gar kein Einkommen. Das heißt, von dem kriege ich auch kein Geld. Er ist rachsüchtig, unersättlich und keusch. Also keine Ahnung, wie dermaßen zwiespältig die Person ist. Der Hatto hier. Wegen Meinung von Hatto zu euch liegt bei plus 1 oder weniger und ihr habt keine starkes Druckmittel gegen ihn. Erhaltet ihr keine Steuern und Aufgebote von seinem Kirchenbesitztümern? Wir haben eh keine Kirchenbesitztümer, das juckt uns also nicht wirklich, das hatte uns nicht mag. Also kann das so bleiben. Höflinge. Ratspitzel, Adam, Ivo, Höfling, Benedikta. Sie hat auch noch keine. Oh mein Gott, was ist mit ihr denn los? Hier könnten wir einen weiteren Kämpfer gebrauchen. Warte mal. Kampfgeschick. Höfling von euch. Heribert. Ist aber schuppig. Fünf Kampfgeschick auch nur. Zwei nur, aber ein heiliger Krieger. Hinterlistig, zynisch und feige. Nee, die Eigenschaften gefallen mir nicht. Zehn und drei. Nee, ich glaube, wir suchen schon nach Kampfgeschick. Und da nehmen wir dann den Heribert hier. Sie ist hässlich und er ist schuppig. Das passt doch... Oder reizlos ist sie. Das passt dann doch irgendwie zusammen. Wir haben noch eine. Warum sind die alle so pissig auf mich? Weil ich rachsüchtig bin, ne? Oh, die Eigenschaft, die macht uns jetzt schon zu schaffen, ey. Gisella. Gisella, da möchte ich auch wieder einen haben. Kampfgeschick. Das ist einer von unseren Leuten. Arnold hier. Ist auch feige. Klasse. Die Schwaben bestehen nur aus feigen Leuten irgendwie, ne? So kommst du mir vor.
Gisella. Beatrix haben wir noch. Wir haben mega viele Frauen hier. So, da können wir uns überlegen, einen Verwalter zu suchen. Den Berat hier. Er ist gierig und fleißig. Das mit dem gierig ist ein Problem, aber trotzdem nehmen wir den mal mit. Sie hat schon einen Ehemann. Jetzt haben wir noch ihn hier, den Hellerich. Nee, Helferich. So, Helferich ist an sich ein krasser Kämpfer. Holy shit. An sich ein krasser Kämpfer. Weißt du was? Du kriegst die hier. Die Margarete. Wobei, die ist ja schon zu alt. Nee, das gefällt mir nicht. Okay, dann gehen wir mal raus aus der schwäbischen Kultur und sagen, derselben Herkunft. Sächsisch. Bist du Sachse? Nee. Sollten schon bei Schwaben bleiben. Höfling, Höfling, Höfling. 32, 36, 19. Hinterlistig. Eine Hinterlistige will ich nicht. Dann kriegst du doch die hier. So. Wann startet eigentlich das Event? 18. Februar, genau richtig. Was ist aus Cornwall geworden? Ey, Garius, grüß dich. Cornwall werden wir im Event noch ausreichend spielen. Und da dachte ich mir, dass ich das, sage ich mal, mir jetzt nicht verbrennen möchte. Deswegen bleibt es jetzt bei diesem Projekt. Und die Hohenzollern zu spielen, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes YouTube-Projekt. Also deswegen, das hier ist quasi prädestiniert, auf YouTube zu landen. Im Optimalfall. Aber grüß dich, Gaius, ein wunderschön. Ich freue mich, wenn du später Warhammer 3 spielst. Gucke ich sehr gerne zu. So, sie darf dann hier erstmal Geheimnisse aufspielen im Hofe. Du darfst trainieren. Du machst hier das mit den Steuern. Und du guckst, genau, das hier, fremde Angelegenheiten, heimische Angelegenheiten, das brauchen wir, glaube ich, nicht, obwohl heimische Angelegenheiten, direkte Vasallen, ne, würde seine Meinung hier verbessern, wobei wir haben eine ganz gute Meinung, aber er mag uns nicht, aber wir mögen ihn ganz gerne, deswegen bleibt das erstmal, wobei er könnte auch dann dadurch die Beziehung erhöht um 0,2 im Monat bis zu plus 6. Ja, so viel macht das nicht. Dann lieber das hier. Haben wir schon die Vasallenbande geändert? Vasallenbande ändern. Ja, wir lassen es jetzt mal laufen hier. Und die Huldigung kommt gleich. Ah ja, und wir müssen ein Dings machen. Da wollten wir Reichtum setzen. Das ist im einfachen Grund, dass er am Anfang nicht viel machen kann, außer nur verwalten. Und dann setzen wir den Verwaltungsfokus. Ey, Van Herb und Captain Horseman, euch beiden herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Grüß dich, Gaius. Alle Tutorials geschaut. Jetzt lerne ich live bei Max Esari. Das freut mich, das freut mich. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, immer raus damit. Auch Mystery, auch dir herzlich willkommen. Wie gut ist Crusader Kings 3 eigentlich? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das macht unendlich viel Spaß. Stillgestanden, der Kommissar ist da. Grüß dich, Emperor, auch dir. Ein wunderschön. Willkommen, willkommen. An alle, die über YouTube dann halt zuschauen werden. Fein her, 15. Monat schon. Danke, danke, danke. Gute. Gut. Ja, erstmal danke, danke, ne? 15. Monat, schon über ein Jahr Support. Einfach nur geil von dir und grüße dich. Auch grüner Eisbär, auch dir. Ein wunderschön, euch allen, ne? Schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn ihr über YouTube zuschauen solltet, ne? Wenn das jetzt bald auf YouTube kommen würde, dieses Projekt, dann ja, schaut gerne auch mal bei Twitch vorbei. Unter der Woche von dienstags bis ja, freitags meistens oder bis donnerstags zumindest gibt es eigentlich immer Streams abends, auch mal nachmittags und so weiter, je nachdem, wie es bei mir zeitlich aussieht. Und ja, da Strategiespiele, Crusader Kings, alles mögliche, Paradoxe Strategie, Anno, Total War und so weiter. Im Februar erstmal Crusader Kings und Total War wahrscheinlich und dann ab März hoffentlich wieder ein bisschen RimWorld und weitere Spiele. Also, an den gütigen Friedrich. Allzu gerne nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Gnädigerweise gehe ich mit euren Höfin Gisella
den heiligen Bund der Ehe ein. Möge unser Bund uns Kraft spenden und uns eine Stütze sein. Sehr schön. Wir haben so gut wie alle unsere Leute. Hier ist das Gleiche. Der Friedrich nimmt auch an. Wunderbar. Wir können eigentlich unserem König huldigen. Unterwerfen wir uns ihm. So. Da ist er. Ne? Huldigung, Kniefall. Wir haben eine Mod drin, dass wir schon als Herzog einen Thronsaal bekommen. Oder einen Hof bekommen. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis wir König sind. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Mod. Unter anderem haben wir halt eine ganze Mod-Liste, die wir am Anfang des Videos ja schon gezeigt haben. Ja, mit ein paar guten Mods drin. Ich hoffe, dass es gut wird. Distance World 2 vielleicht. Müssen wir schauen. Also, was ich im März alles spiele, müssen wir mal ganz genau gucken. Da wird's, das ein oder andere Projekt ist noch in der Mache und deswegen kann ich noch nicht versprechen, wie viel Zeit ich habe für weitere Streams und so weiter. Oder für weitere Projekte auf Twitch. Also, Huldigung und Kniefall. Bedienstete geleiten mich in den großen Saal von Herzog Rudolf in Ulm, wo er auf seinen Thron sitzt und darauf wartet, meinen Schwur zu hören. Mein Fürst sitzt auf seinem Thron und ich knie zu seinen Füßen, um meine vielen Eide der Huldigung aufzusagen, während seine Schreiber das Ergebnis festhalten. Damit ist die Zeremonie abgeschlossen. Der Herzog kann von mir nicht mehr erwarten, als mein Versprechen, treu als sein Vasall des Reiches zu dienen. Rudolf weist mich an, mich zu erheben und bestätigt seine Zufriedenheit mit mir, zusammen mit seinem Rechten an jenen Ländereien, über die ich an seiner Stadt herrsche. Okay. Heil sei euch, Herzog. Guck an, wir haben uns diesmal nicht auf den Bart gelegt. Vorhin ist das Spiel einmal abgeschmiert, weil wir etwas angeklickt haben. Und was wir nicht anklicken sollten. Und dabei, letztes Mal sind wir hingefallen und haben den Beinamen der Stolperer bekommen. Jetzt haben wir es nicht. Aber gut, ihr erhaltet Prestige und wir behalten Bekanntheit. Und Rudolf mag uns mehr. Wunderbar. Diesmal haben wir es hinter uns gebracht. Erfolgreich. Das heißt, dass wir jetzt doch eigentlich zu unseren Lehnsherren gehen können. Ratsrechtgarantie. Sitze ich denn schon im Rat bei ihm? Ich bin schon sein Marschall. Guck an. Coppelius, grüße dich. Danke, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Corvus 72, herzlich willkommen. Danke, danke für den Support. Und euch allen einen wunderschönen Nachmittag. Ich hoffe, ihr habt einen klasse Stream gehabt. Habt ihr den Papst gegessen oder habt ihr noch nicht gegessen? Das ist jetzt die Frage hier. Wart ihr erfolgreich mit dem Vernaschen des Papstes? Einmal bitte F5 drücken. Gilt das an mich oder gilt das an alle, die dazugekommen sind? Erstmal herzlich willkommen euch allen. Ne? Danke, danke. Ackermann. Nick Kette, auch dir. Danke, danke für den Support. Wir sind gerade mitten eigentlich in einer YouTube-Aufnahme oder in einem YouTube-Projekt. Wir spielen die Hohenzollern mit härteren Bandagen. Wir haben einige Mods am Laufen. Unter anderem, dass man als Herzog schon einen Hof bekommt. Moin, grüße dich, Studelhuber. Ein wunderschön. Nein, wir haben den Papst auch nicht gegessen. Aber unsere Königin von Italien hat mit einem Ochsen getrieben. What? Mit einem Ochsen getrieben? Also mit so einem echten Ochsen? Sind wir im Crusader Kings 2 angekommen, wo Pferde und Enten Ratsherren sein können und man mit Tieren kopulieren kann? Ich hoffe doch wohl nicht. Der Preisochse. Ah, okay. Alles klar. Aber sehr schön. Ja, ein Preisochse. Es war sogar ein Preisochse. Eieieiei. Ach Gott, Crusader Kings, was macht ihr schon wieder? Aber solche Sachen kann man auch nur darüber, durch dieses Spiel erfahren, ne? Das ist halt wirklich. Rukikation, auch dir, danke, danke für den Follow. Und auch an die anderen, die reingefollowt haben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr rübergekommen seid. Herzlich willkommen. Wir spielen, wie gesagt, mit etwas härteren Bandagen. Unser Lehns. Das können wir jetzt mal wegmachen. An meinen Vasall. Ich hätte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Durch eine Wahl. Ich muss meinen Beruf als Ratsmarschall an Schwaben mit sofort zurückweisen. Was bitte? Wir sind kein Ratsmarschall mehr. Okay, das können wir gleich klären. Wir haben nämlich mit einigen Mods drin, die uns das Leben etwas erschweren. Wir können keine Ansprüche generieren. Ich bin nicht ganz sicher, warum nicht. Also ich habe eine Mod drin, die das halt verbietet. Aber hier steht auch, es gibt keine gültigen Ziele für diese Aufgabe. So. Es wird nicht erklärt, wann ich gültige Ziele habe. Aber gut, wir können keine Ansprüche erklären. Wir, Kriege und Soldaten sind generell teurer geworden. Was denn noch alles? Wir haben genau Höfe ab Herzog, nicht ab König. Also wir haben einen Royal Court oder einen ganz normalen Hof, also Court. Sobald wir Herzog werden, wir ja, spielen RP. Das heißt, wir haben uns keinen Charakter erstellt, sondern wir sind einfach mit dem
Graf Friedrich von Zollern aus dem Hause Hohenzollern sind wir einfach reingestarten, mit gesellig, rachsüchtig und treuherzig. Das heißt, hier wird erstmal nicht rebelliert mit diesem Charakter. Mal gucken, wie etwaige Kinder dann werden. Das soll einfach ein Langzeitprojekt werden, wo wir einfach anhand der Person, die wir spielen, an seinen Eigenschaften und Erfahrungen, sage ich mal, dann Entscheidungen treffen. Ich glaube, der Steinwall hat mal so ein ähnliches Projekt schon mal gemacht oder spielt generell, glaube ich, so mit seinen Hausregeln. Das geht auch ungefähr in diese Richtung. Das soll jetzt nicht irgendwie abgeguckt sein oder abgekupfert oder sowas, sondern ich finde, dass dadurch das Spiel um einiges interessanter wird, dass es schwerer wird auch, dass man halt generell mit härteren Bandagen spielen muss und nicht erst schon also binnen von zwei Generationen Kaiser, keine Ahnung, der Welt ist und alles machen kann, ne? Inspiriert. Ja, es ist davon inspiriert, sag ich mal. Steinwein ist da eindeutig das Vorbild, ne? Moin. Darf man hier links posten? Gäbe einen Klick zur Geschichte mit den Königen und dem Ochs. Sehr gerne, sehr gerne. Clip kann hier raus. Kannst du gerne posten. Und Jim Bohne ebenfalls. Danke, danke für dein Follow, ne? Grüße gehen raus. Danke für den Support. Genau. Also, generell, ich denke, Coppelius hat auch das Event, glaube ich, schon zuhauf angepriesen, dass wir in nicht mal 10 Tagen haben werden. In 8 Tagen. Die übliche Party bei Coppelius. Das schauen wir uns nochmal gemeinsam an hier. Anastasius entschied, dass es an der Zeit ist, ein wenig zu reiten. Meine Ställe waren längst verschlossen, doch mit ein wenig Hilfe von Königin Isabeo, sogar die Königin von Italien ist dabei, zog Anastasius schon bald an der Spitze einer Gruppe eifriger Reiter in die Halle ein. Niemand hatte meine Tiere auch nur ansatzweise im Griff und es gab viel Gelächter, Gefluche und gebrochene Knochen, als Männer und Frauen von Pferden fielen, die in der Halle herumwanderten. Die anderen Kreaturen im Stall kamen nicht viel leichter davon. Kreaturen im Stall, okay. Und eine Ziege brach unter dem Gewicht von Gräfin Corpora Christi schier zusammen. Allerdings nahm der Abend eine Wendung, als man Königin Isabeo im hinteren Teil des Stalles fand, wo unaussprechliche Akte mit einem meiner Ochsen beginnen. Dieser Schandfleck wird ihre Seele auf ewig anhaften. What the fuck ist da los? Oh, wie stark. Oh, wie gut ist das denn? Das war eine unerwartete Wendung, muss ich sagen. Das war eine unerwartete Wendung. Sehr, sehr schön. Oh Mann, ey. Ach, allerdings nahm der Abend eine Wendung, als man Königin Isabeo im hinteren Teil des Stalles fand, wo sie unaussprechliche Akte mit einem meiner Ochsen beging. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Meine Güte. Crusader Kings. Oh, herrlich. Einfach nur herrlich sowas. Also, da kriege ich schon direkt Crusader Kings 2 Vibes. Fast 4000 Follower. Das schaffst du heute noch. Das ist ein bisschen optimistisch. Da fehlen noch 70. Aber danke, danke für den ganzen Support, Alter. Schönes Roleplay über das hinaus, was der Stressfaktor ohnehin schon verlangt. Gefällt mir. Ja, ja, genau. Also, generell Stress vermeiden. Das heißt, gegen seine Natur. Schön war dann noch, wie mein Abschluss, das Event, alles, als es hieß. Schade, dass alle Gäste gehen. Und ich würde mich freuen, wenn alle wieder kommen würden. Nur die Königin wird nicht eingeladen. Das glaube ich. Hat sich mit deinem Ochsen vergnügt. Ich glaube es ja wohl nicht. Also bitte. Ach Gott. Agent Kai, auch dir danke, danke für dein Follow. Ne? Grüße gehen raus. Auch Smarty, ebenfalls. Ein wunderschön. Und Maximus, grüße dich. Moin, moin. Aber sowas, also ich finde das auch, das kommt so unerwartet bei Crusader Kings. Erst so, ja, dann wird hier ein bisschen, ne, gut, das ist eine Party, die außer Kontrolle gerät und so weiter. Und dann ist da eine Ziege, die plattgewalzt wird, weil sich da einer draufsetzt, so ein bisschen vollkommen übertrieben. Ich so, Alter, okay, ihr müsst ja nicht übertreiben. Und dann sowas, ne, eine unerwartete Wendung. Oh Gott. Ich hab's auch bei Crusader Kings 2, falls einige, die hier zuschauen, das kennen. Auch nicht schlecht gestaunt, als dann, wir hatten mal eine große Multiplayer-Runde mit der Community gehabt und mit ein, zwei Streamer noch dazu, ist schon 2 Jahre her. Da hatte ich dann auch irgendwann geguckt im Norden irgendwie so, da war eine Ente sein Ratskanzler. Eine F-Punkt fucking Ente. Also einfach nur eine Ente war Ratskanzler und das Pferd oder sowas war später der Verwalter oder sowas. Der hatte Tiere bei sich drinne. Genau, eine Ente. Das muss doch, also bitte, das muss doch, aber herrlich, ne? Sowas ist einfach nur herrlich. Das ist Gold wert, sowas. Jetzt geht er auf die Ente los. Auf den Enten los, ja, ja. Nee, nee, nichts gegen Enten, ne? Doch, wieso sollte ein Ochse nicht mehr können?
Die Frage ist ja, wie weit wäre die Veterinärsmedizin heute ohne die mittelalterliche Partys? Ja, genau, richtig. Ne? Man muss auch das Gute, das vermeintlich Schlechte und Gute daran sehen. Ne? Ach, Quatsch. So, wir machen erstmal weiter. Aktuell können wir sowieso nicht viel machen. Wir haben über unsere Frau. Sie hat halt Ansprüche auf unsere Nachbarländer. Aber das ist halt aktuell noch viel zu stark. Und er ist natürlich auch mit uns verbündet. Aber sollte es dazu kommen, an einen wahren oder wunderbaren Tag, dass wir diesen Anspruch durchsetzen können, werden wir es nutzen, um unsere Machtbasis hier zu erweitern. Aber das müssen wir noch schauen, wie wir da handhaben. Aktuell sind wir eh treuherzig, rachsüchtig und gesellig. Also schauen wir erstmal, in welche Richtung das hier marschieren wird und was für Kinder wir kriegen. Meine Mutter hat mich angeschrieben. Können wir telefonieren? Ja, gerade schlecht. Gerade ist er schlecht. Habe es bei Coppelius eben schon geschrieben. Mein kleinwüchsiger Ratsmarschall wurde mal von einem Karpfen aus meinem Teich verschluckt. Was für Karpfen hast du bei dir im Teich? Ein Ochs ist ein kastriertes männliches Rind. Ja. Das stimmt. Ein Ochs ist ein kastrierter, ne? Ansonsten wäre es ein Stier. Neues Gesetz. Eure Lehnsherr hat eine begrenzte Lehnsautorität erlassen. Okay. Also auch die Lehnsautorität können wir nicht automatisch hoch oder runtersetzen. Das wird selbst generiert. Moment, kann ich das zeigen? Hier. Nee, können wir wohl. Ah, die Mod funktioniert nicht. Okay, das ist blöd. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich eine Mod am Laufen habe, aber die ist anscheinend, funktioniert sie nicht. Dass nämlich die Lehnsautorität anhand der Beziehung zu seinen Vasallen generiert wird. Ich hoffe, dass die noch gepatcht wird und dass wir die im Laufe des Let's Plays dann einfügen können. Dann hat man nämlich nicht so eine direkte Kontrolle darüber, wann ich die Lehnsautorität hochsetzen kann oder runtersetzen kann und so weiter, sondern das variiert, je nachdem, wie hoch deine Kontrolle über die Ländereien ist, wie gut deine Beziehung zu deinen Vasallen ist und so weiter. Und es ist halt sehr, sehr, sehr schwer, zu absoluter Lehnsautorität zu kommen. Aber das können wir eher erhöhen. Feudalsteuern plus 10%, direkte Vasallenmeinung minus 10. Ja, so viel Geld machen wir damit auch nicht. Und so viel Truppen mehr bekommen wir dadurch auch nicht. Aber wir machen es trotzdem. Setzen unsere Autorität hoch. So, was haben wir generell um uns herum? Etichonen haben wir hier. Die wären halt recht schwach, ne? Hohenberg könnte man rein theoretisch erobern. Können wir da über den Papst irgendwas machen? Aber der hasst uns, ne? Ja, der Papst mag uns überhaupt nicht. Weil wir ein rachsüchtiger Zoller sind. Ist nicht so klasse. Ansonsten... Tja, wo bestehen denn sonst Möglichkeiten der Expansion für uns? Eigentlich nur, indem wir irgendwelche Ansprüche figieren können. Entweder über den Papst oder über ihn hier. Aber er hat keinen Grund. Kann die Aufgabe nicht erfüllen. Liegt es da vielleicht daran, dass du uns nicht magst? Wir werden mal probieren, weil wir ja gesellig sind, ihn mal auf unsere Seite zu kriegen, dass er uns besser, dass er uns mehr mag. Müssen wir mal schauen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen besseren Ratsverwalter einzusetzen. Ihn mögen wir auch lieber als unseren Ratsverwalter. Er ist maßvoll, sadistisch und feige. Belagungspionier. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir ihn hier einsetzen. Ja, wobei wir tauschen Adam hier runter. Adam tauschen wir. Du bist nämlich ein etwas fähigerer Dudi. Und du kommst dann hier rein. So. Tja. 15 Bildung. Auch interessant. Wie weit können wir denn schon Hofjobs hier einsetzen? Hofarzt. Haben wir da jemanden Schlechtes? Okay, das macht also nicht unbedingt Sinn. Ist auch sehr teuer. Zeugwart bringt uns aktuell nicht der Tutor. Das ist vielleicht interessant, sobald wir... Sie ist auch schon schwanger. Sobald wir ein Kind haben sollten oder verheiratet sind, dann können wir den Huftutor einsetzen. Aber der ist übelst teuer. Holy shit. Das ist... Weiß ich nicht. Das ist schwierig. Nee. Das sollten wir lassen. Mögliche Änderung der Hofpracht bringt uns halt auch nichts, weil wir aktuell noch keinen Hof haben, ne? Müssen wir jetzt kein Geld für ausgeben und wir sind aktuell auch nicht krank. Also bleibt das da erstmal bei. Und wir schauen mal, was die Welt so hat. Wir haben auch die Stabilität der Reiche runtergesetzt. Das heißt, es sollte häufiger vorkommen, dass es mal zu einem Konflikt kommt innerhalb eines Königreiches. Vielleicht zerfallen auch Königreiche mehr und so weiter. Wir schauen einfach mal, wie sich das verhält. Dieses Spiel nimmt sich selbst so gut auf die Schippe. Ja, das stimmt. Also mit solchen Events ist halt wirklich schon sehr gut. Ist es schon, ist es von der Schwierigkeit eigentlich egal, ob ich als Kanajal bei einem der Nordstämme anfange oder als Graf, wie bei dir jetzt der Fall ist? Es sind halt unterschiedliche
Staatsgebilde, mit denen du beginnst. Ich starte als feudaler Herrscher und bin halt in einem Lehnsystem eingebettet. Und als, sag ich mal, Stammesfürst oder sowas, hat man andere Möglichkeiten. Man kann plündern und so weiter. Man hat ein bisschen mehr Autonomie, hat man. Man kann auch, hat andere Kriegsgründe. Du kannst, sag ich mal, Leute überfallen und die einfach unterwerfen. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann muss ich einen Grund dafür haben. Du kannst mehr oder weniger grundlos jemanden überfallen. Das ist halt der große Vorteil, wenn man ein Stamm ist. Machst du heute mal die Road to Königsberg? Genau, in die Richtung geht es. Ob wir heute nach Königsberg kommen, ich mag es zu bezweifeln, aber das ist das Ziel. Genau, ich habe leider Crusader Kings 2 nicht gespielt. Gab es da irgendwann noch feinere Abstufungen bei den Titeln? Nee, eigentlich nicht. Baronin ist eigentlich das Geringste. Ich weiß nicht, ob man bei Crusader Kings 2 als Baron starten kann. Ich glaube nicht. Sollte man eigentlich nicht. Graf ist eigentlich der geringste Titel, den man auch dort benutzen konnte. Erich, ein freier Pächter auf meinem Land in Zollern, hatte dank einer sorgfältigen Planung die Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte er mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit er auf seinem Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. Was ist denn hier los? Schließt sich eurem Hofe an. Oha, intelligent. 23. Fleißig, tapfer und gierig. Ah, ein gieriger Verwalter. Der hinterzieht daran noch Geld. Na? Auch wenn er natürlich 23er Wert hat und 18 auf Bildung. Also dumm ist er nicht und ein guter Kämpfer ist er dazu auch noch. Ah, Axiom, auch dir danke für dein Follow und Drachon, auch dir danke, danke euch beiden. Herzlich willkommen, danke für die Unterstützung. Und Stämme können keinen Hof-Thronsaal bekommen. Genau, richtig, das finde ich auch ganz schön Banane, ehrlich gesagt. Wofür zahlt man denn für das DLC, wenn man dann als Stamm keinen Thronsaal kriegt? Finde ich totaler Quatsch. Zerfallene Königreiche können eine gute Gelegenheit sein, die Scherben aufzusammeln. Das glaube ich nämlich auch, dass wir dadurch mehr Aufstiegsmöglichkeiten haben. 23, oha. Ja, 23 ist halt schon saftig, ne? Der ist halt schon ausgezeichnet, glaube ich, gilt das, ne? Ja, ausgezeichnet. Als Ratsverwalter eine richtige Wucht. Domänensteuer plus 30%. So, das ist halt schon richtig stark, ne? Konntest halt später mit DLC später Theokratien und Republiken spielen. Ja, genau. Du konntest halt Handelsrepubliken spielen. Du konntest auch als Papst spielen, beziehungsweise als Theokratien spielen. Das war bei Crusader Kings 2 schon ganz cool. Was mir hier auch noch fehlt im Spiel, sind mehr Kartenmodi. Ich würde ganz gerne wissen, wo sind gerade Krankheiten, wo breiten sich Krankheiten aus und so weiter. Das fand ich bei Crusader Kings 2 immer sehr unterhaltsam zu sehen, wenn so eine Masernwelle so langsam über das ganze Land schwappte und dann irgendwie vom Norden her dann noch so eine, keine Ahnung, Schleimlunge oder was auch immer, wie das heißt. Nee, Schleimlunge ist bei Uni. Egal, aber zumindest die ganzen Krankheiten haben sich dann über das Land bewegt und sobald es an deine Grenzen kam, hast du dann deine Burg dicht gemacht und dich selber quasi eingekerkert, mehr oder weniger, oder eingeschlossen in deine Burg, dass die Krankheit nicht zu dir kommt. Vor allem, wenn die Pest unterwegs war, hast du dich aber ganz, ganz schnell eingeschlossen. Das ist hier halt nicht möglich, ne? Hier ist das so ein bisschen, ja, so erkennt man so, es gibt nicht diese Pandemiewellen oder sowas. Oder Epidemien, ne? Pandemien ist es nicht, aber eine Epidemie oder sowas gibt's halt hier nicht. Das ist halt ein bisschen schade, aber solche Sachen können halt noch kommen, ne? Der Gierige kann dir aber auch extra Gold verschaffen, glaube ich. Ja, das ist halt so der Punkt. Wie entscheiden wir uns hier?